Ja, liebe Freunde, hier ist der Sebastian und ich melde mich heute vorab mal mit einer kleinen Werbung in eigener Sache. Und zwar gründen wir, und wir, das ist der liebe Alex, mein Kollege, mit dem ich damals dancecharts.de gegründet habe und mit dem ich als Carmanian Grey unterwegs bin. Wir haben ein Label gegründet und das Ganze nennt sich Golden Chocolate und wir starten am 3. April mit dem ersten Release auf dem Label. Es wird unsere eigene Single sein, eine Carmanian Grey Single, aber deswegen wollte ich eigentlich keine Werbung machen, sondern ich möchte einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr da draußen selber am Produzieren seid, dann schickt uns eure Songs an folgende E-Mail-Adresse demo@goldenchocolate.de. Ein Wort, Golden Chocolate. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Noch ist da relativ wenig los, aber am 3. April starten wir offiziell mit dem ersten Release auf dem Label. Und musikalisch soll es in die kommerzielle Hausrichtung gehen, also Musik, die allen voran in Diskotheken läuft, aber auch auf Spotify funktionieren wird oder zumindest könnte. Das ist so der Fokus, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und ja, wenn ihr da Bock habt, schickt uns eure Demos an demo@goldenchocolate.de. Und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Snippet an von unserer ersten Single und dann geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Sinan. Sebastian. Bist immer noch fit? Ich bin immer noch fit. Obwohl, warte mal, die Sendung, wir dürfen es doch sagen, ne? Die kommt leicht verzögert. Man weiß es gar nicht, ne? Ja. Man weiß in weiser Voraussicht, also wenn du diese Folge hörst, sind Sinan und ich schon auf der Intensivstation. Wir hoffen nicht. Fingers crossed. Also wir nehmen heute den dritten Podcast auf. Wir haben den 17. März und produzieren sozusagen ein bisschen vor. Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Man muss vorproduzieren. Genau. Ja, ja. Für die Apokalypse haben wir schon mal vorgesorgt, damit auch ihr dann auf dem Sterbebett die Klangküche hören könnt. Jetzt ist, glaube ich, dann das Allerwichtigste. Ja. Das wird noch krass. Also morgen nehmen wir noch wieder eine Folge auf und zwar mit dem Uli. Uli ist der Booker vom Bootshaus und der wird uns die ganze Historie des Ladens mal ausführlich erklären. Aber das ist nicht heute Thema, sondern unser Gast heute in der Klangküche ist der liebe Fabian Farrell. Hallo. Hallo, ja. Mr. Teal and Orange höchstpersönlich, Fabian Farrell, ist bei uns in der Sendung. Ja, schön hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, was wir die nächste Stunde so quatschen werden. Freue mich auf ein entspanntes Gespräch und schauen wir mal. Genau. Also, du hast gerade das Konzept der Klangküche beschrieben, genau. Ja, wir werden erstmal den Leuten vorstellen, wer du so bist, was du so machst und wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Aber wir sagen, da starten wir nach dem Intro. Genau, wir hören jetzt einmal das Intro. Ole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Ole, ole. Schönes Intro. Ja, immer wieder schön. Immer wieder schön. Gut, Fabian, willst du dich vielleicht selber kurz vorstellen, wer du bist, so in groben Zügen, und dann gehen wir später ein bisschen so ins Detail rein? Ja, kann ich machen, klar. Also mein Name ist Fabian, ich bin 25 Jahre alt, mache jetzt seit ungefähr 5 Jahren Musik. einmal kurz Alter und dass ich Musik mache. Ich habe im Prinzip vor 5 Jahren mit dem Auflegen angefangen, habe damals, sage ich mal, in kleinen Dorfdiskus in NRW angefangen, habe da mit einem Veranstalter zusammengearbeitet. Dann ging es recht flott nach einem halben Jahr Richtung Bootshaus, wo ich dann den Contest gewonnen habe. Und so ging es dann im Prinzip die letzten 4 Jahre irgendwie immer weiter. Das erstmal so jetzt grundsätzlich als Start zu mir. Okay, das heißt, du bist wirklich als DJ gestartet. Du hast gesagt, komplett. DJ werden, sozusagen. Es kam eins zum anderen. Ich habe irgendwie Spaß an Musik gehabt. Dann habe ich mit meinem besten Freund zusammengesessen und wir haben eine Werbeanzeige von Virtual DJ gesehen. Haben in einer Nacht- und Nebelaktion das nachts einmal runtergeladen, haben die ganze Nacht davor gesessen und irgendwie nicht mehr aufgehört. Und irgendwie bin ich dann dran hängen geblieben. Okay. Aber wenn du jetzt 25 bist und du hast vor 5 Jahren angefangen, also warst du so 20, das ist schon eigentlich ein Spätzünder, ne? Also so viele fangen ja... Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, vor 5 Jahren war so die erste Clubshow. Ich habe davor, sage ich mal, so 1-2 Jahre auf Geburtstagen gespielt. Okay. Und im Kinderzimmer sozusagen angefangen hast du dann auch schon eher als vor 5 Jahren, sondern dann wahrscheinlich damit 18 oder so, ne?
Ja, so die Richtung, genau. Dann kam so der erste 18. Geburtstag, wo man dann mal mit Laptop und virtuell DJ-Musik gemacht hat. Dann hat man sich eine kleine Konsole gekauft. Und dann, ja, dann habe ich halt Geburtstag gespielt, bis irgendwann so der Klick kam und ich mir gedacht habe, hey, du bist ehrgeizig, warum das Ganze nicht irgendwie ausbauen? Du hast Spaß dran und warum nicht einfach mal probieren und mal schauen, wohin deine Wege dich führen? Gab es irgendwie irgendein Erlebnis so, was du irgendein großes Festival, was du gesehen hast, wo du so gemerkt hast, so, das entfacht gerade ein Feuer in mir, ich habe Bock drauf? Oder gab es so ein Erlebnis, irgendwie Gar sowas in nicht die mal, gar Richtung? nicht mal. Gar nicht mal. Also es ist weder, dass ich unbedingt für mich sage, ich will der nächste Martin Garrix werden, ich will um Tomorrowland spielen. Also ich habe im Prinzip nicht andere Ziele, aber andere, ja, andere Gedanken einfach, wie ich mein Ziel erreiche oder auch ein ganz andere. Ich will nicht unbedingt Martin Garrix werden, weil jeder hat irgendwie so seine andere Richtung, die halt hingehen, wo er halt hingehen möchte. Okay, aber Musikalisch meinst du das, jetzt auch? ja, gut, aber Ja. trotzdem, also man muss ja nicht genauso werden wollen, aber ich weiß zum Beispiel, bei mir war es jetzt so, ich habe früher viel so Paul van Dyk gehört. Ich habe mir nie gedacht, ich will jetzt werden wie Paul van Dyk, aber Paul van Dyk hat schon quasi letztlich dafür gesorgt, dass ich einfach völlig mich für diese Musik interessiert habe, ne? Also das war mehr so, ja, wie soll man das sagen? Es muss ja nicht das Inspiration. Idol sein, sondern aber Inspiration, genau. Ich sag mal, Interesse für die Musik hatte ich schon ewig. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals früher, als mein Vater mich noch durch die Gegend gefahren hat mit dem Auto und wir ganz laut im Sommer so richtige Hands-Up-Mucke noch gehört haben. Schön Cabrio, Verdeck offen, Hands-Up-Mucke gehört haben. Das ist auch ehrlich gesagt die Mucke, die ich dann mit meinem besten Freund angefangen habe zu machen. Also wir haben erstmal wirklich Hands-Up bei uns zu Hause aufgelegt. Ah, okay. Und ich sag mal, so ein Faible für die Musik war halt schon immer irgendwie da. Und dann ist halt irgendwie eins zum anderen gekommen und dann kam diese Werbeanzeige mit Virtual DJ und dann haben wir gesagt, so, hey komm, lass es da einfach mal ausprobieren. Und bist du. Und das Witzige ist eigentlich, ich glaube, ohne meinen besten Freund wäre ich, glaube ich, nie so richtig auf die Idee gekommen, daraus mehr zu machen. Gibt's den Freund noch? Ist er noch ein Freund oder haben sich die Wege jetzt Ist schon noch immer mein getrennt? Be nee, ist noch immer mein bester Freund. Alles Also klar. seit der 7. Klasse, also seit 12 Jahren Ach jetzt krass, okay. komplett und immer noch der, ja, also seit Ewigkeiten schon. Und dich hat aber dann relativ schnell der Weg zur Hausmusik hingeführt, oder? Du bist ja beim Hands Up bisher ja nicht geblieben wahrscheinlich. Vor allem Nee. 2012 oder 13, da war das Genre ja auch schon mehr oder weniger, hatte seinen Peak jedenfalls schon mal hinter Da sich. war es auch im Prinzip schon. Ja, richtig, hatte auch. Ich weiß gar nicht, wieso wir damit überhaupt angefangen haben. Das war auch nur so. Also, ich hatte schon immer auch Elektro und House und alles mit dabei. Aber irgendwie so teilweise die Mucke, die wir damals noch gehört haben, war halt auch Hands Up. Und da hatte man so die 20 Hands Up Remixe, die aktuell gängigen. Und damit hat man dann versucht aufzulegen, sagen wir so. Und dann hast du vorhin erzählt, du hast angefangen in kleineren Clubs in deiner Region, ja? Genau. Das war unter anderem Mönchengladbach, Erkelenz die Ecke, oder in Brüggen. Da bin ich dann einem Veranstalter, also ein Freund eines Freundes, der einen kennt, der irgendwie Veranstaltungen macht, dem sind wir, glaube ich, 6, 7 Wochen lang auf den Sack gegangen, bis er irgendwann sagte, okay, Fabian, ja, ich habe dich jetzt wahrgenommen, danke. Du spielst einmal die erste Stunde bei mir im Club und wenn das Ganze funktioniert, buche ich dich öfter. Wenn das nicht funktioniert, dann musst du mich nie wieder anrufen. Ja, und das hat, glaube ich, gar nicht so schlecht geklappt. Und dann hat er mich halt regelmäßig immer in 3 verschiedenen Clubs auf seine Events gebucht. Am Anfang immer als Warm-up, dann habe ich auch mal die Main-Time übernommen und so ging es dann weiter. Okay, Ja, das heißt ja, hier auch nochmal gerade so sozusagen auch ein Pro-Tipp an viele Nachwuchsleute da draußen. Hartnäckig sein ist notwendig, richtig? Also so wie du es gerade beschreibst, du musst es ja ja, richtig absolut. dann nerven Absolut, letztlich. absolut. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich von Anfang an halt irgendwie Gedanken macht, wo möchte ich hin und wer kann mir dazu verhelfen und dass man wirklich ehrgeizig ist und auch wirklich hartnäckig. Weil ich meine, inzwischen schreibt einem jeder, also jeder Club bekommt wahrscheinlich täglich 20 Nachrichten, hey, kann ich bei euch im Club auflegen? Aber man muss ja irgendwie herausstechen und das bringt auch, also meiner Meinung nach bringt es auch nichts, wenn man eine 3-Seiten-Bewerbung schreibt, weil da haben die Clubs auch keine Zeit, sich den ganzen Kram durchzulesen. Aber man muss irgendwie einfach auffallen, sei es erstmal am Anfang. Ich finde, am Anfang ist zum Beispiel Social Media auch ein brutal wichtiges Thema. Man muss kein Marketing-Profi sein, aber man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, habe ich vernünftige Pressebilder, ist mein Online-Auftritt einfach cool, habe ich ein Logo und das sind ja viele, die vielleicht vielen Newcomern erstmal fehlen, so solche Also du Sachen. würdest schon empfehlen, dass auch derjenige, der gerade als Newcomer in die Resident-DJ-Szene einsteigen will, dass der schon einen richtig professionellen Social-Media-Auftritt hat, dass der schon ein Logo hat und so weiter und so fort. Richtig professionell
finde ich, ist schwierig. Also jemand, der wirklich gerade erst anfängt, ich dachte am Anfang auch, mein Zeug wäre hochprofessionell, bis so nach und nach mir immer mehr Sachen aufgefallen sind, so, oh shit, war vielleicht doch nicht ganz so geil. Aber das kommt mit der Zeit. Also ich finde es einfach nur wichtig, dass man von Anfang an merkt, okay, da macht sich jemand Gedanken. Ich habe auch schon mal eine Nachricht bekommen von jemandem so, hey, ich komme als DJ nicht voran, wie mache ich das denn? Und dann gehe ich auf sein Profil, dann hatte er seinen normalen Namen, hatte mehr Bilder mit seiner Freundin gepostet als mit Musik. Also nicht, dass man keine Bilder mit seiner Freundin posten darf. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich irgendwie bewusst darüber wird, wie will ich einfach auftreten? Und das fängt halt bei einem ganz kleinen Level schon an. Man muss nicht direkt ein Top-Logo haben, man muss nicht direkt die teuersten, brutalsten Pressefotos haben, aber einfach irgendwie von Anfang an ein gewisses Auftreten an den Tag legen, wo man sagt, okay, ja, das ist cool, so nehmen andere Leute mich überhaupt wahr. Ja, also so Basics irgendwie, das private Profil getrennt halten vom Künstlerprofil und solche Sachen. Zum Beispiel, genau. Ja. Okay, und dann bist du Resident geworden bei dir und dann hast du es so, weiß nicht, ein halbes Jahr gemacht, ungefähr? Oder wenn ich das jetzt richtig zusammengerechnet habe? Genau. Mitte 2015 hat so langsam mit den ersten Clubauftritten angefangen und dann kam im Januar 2016 der Bootshaus-DJ-Contest, den ich dann gewonnen habe. Moment. Okay, ja, also du hast dann aber schon so ein halbes Jahr als Resident-DJ erstmal gearbeitet. Genau. Das war für 3-4 verschiedene Veranstaltungen, wo ich dann immer, sage ich mal, so das Warm-up gemacht habe, mal das Closing, ab und zu auch mal ein bisschen die Main-Time. Halt mich so langsam in dieses ganze Clubleben einfach mal reingearbeitet habe und überhaupt erstmal mit Playern klarzukommen. Ja, okay. Also und dann bist du aber relativ schnell dann zu diesem Bootshaus-Contest gekommen und ich kann das ja mal vorwegnehmen, hast du gewonnen, ne? Mhm. Genau, also das ist ja schon ein Riesenstep, den du ja gemacht hast. Ne? Also das ist schon außergewöhnlich, weil in der Regel macht man ja irgendwie erst, man macht erst ein paar Jahre Schule, bevor man das Abitur macht, ja. Und du hast irgendwie so die Mittelstufe übersprungen und du hast direkt das Abitur gemacht, wenn man das so übertragen formulieren möchte. Die Skills dafür hast du wahrscheinlich dann auch so zu Hause dir beigebracht und komplett self-made, genau. Also das erste Mal, also es hieß auf einmal so, als der Veranstalter sagte, oh, ja, du darfst Samstag in meinem Club auflegen, ist mir erstmal eingefallen, naja, du kannst ja mit den 2000er-Playern noch gar nicht umgehen. Habe ich einen Freund angerufen, der einen Veranstalter kennt, so, hey, ich brauche bis Samstag 2 Player, an denen ich üben kann. Und da habe ich mir einfach für den ganzen Tag die Player mal geliehen. Ich meine, grundsätzlich wusste ich ja sowieso, was Sache ist, aber mal vorher die Sticks testen, ob die funktionieren, ob das mit dem Konvertieren alles funktioniert, ob man grundsätzlich mit dem, ne, einfach um sich ein bisschen dran zu gewöhnen, um nicht das erste Mal im Club zu stehen mit 2000er-Playern und ne, gar kein Feeling dafür zu haben, weil man vorher nur mit Konsole gespielt, Laptop gespielt hat. Ja, ist gut. Also den Tipp kann ich an dieser Stelle auch geben, was ich mal hin und wieder gemacht habe, wenn ich wusste, ich muss in einem Club auflegen, also Resident-Nächte machen. Und der war jetzt nicht allzu weit entfernt. Dann bin ich da mal an einem freien Samstag hingefahren und habe mir das mal eben kurz angeguckt. Top, ja. Wie da die Uhren ticken. Und dann bist du einfach besser vorbereitet, ne, wenn du da ankommst. Das, ganz, ganz wichtig. Ganz also wichtig, Vorbereitung ist das A und O. Das kann ich auf jeden Fall war, so beschreiben. Also gerade bei den ersten Clubabenden war es auch so, dass ich mir wirklich auf meinem Stick Ordner gemacht habe. Ich habe eine total eigene Nummerierung, da blickt kein anderer Mensch, glaube ich, durch mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und ich wusste aber genau, welche Tracks in welchem Ordner sind. Habe mir aber genau vorbereitet, weil ich nicht genau wusste, okay, wie voll ist es am Anfang, wie viele Tracks legst du dir für die erste Stunde zurecht. Habe das Ganze immer irgendwie so flexibel versucht, in Ordner zu packen, dass ich auch die ersten 2 Stunden Warm-up spielen konnte und wirklich versucht, also ich glaube, auf mein erstes Clubbooking habe ich mich gefühlt 5 Abende vorbereitet, habe die ganze Woche nichts anderes gemacht und einfach nur Mucke rausgesucht, die ich am Anfang spielen kann, die ich in der Mitte spielen kann, um halt brutal flexibel zu sein, weil man ja am Anfang nicht weiß, wie schnell wird der Club überhaupt voll und wird er voll, ja. Ist er direkt am Anfang voll. Ja, ja, also, richtig. Also Leute, hört zu, das sind echt Basic-Tipps hier. Ja. Also gute Vorbereitung und die dann, also dass du auch für verschiedene Szenarien vorbereitet bist. Das ist auch mal ein Erfolgsfaktor. Absolut, ja. Und nicht einfach nur 30 EDM-Tracks auf deinen Stick schubsen und denken, ja, das reicht für meine halbe Stunde Maintime und hier. Und dann in der ersten Stunde hauptsächlich genau. Tremor spielen. Was passiert denn, wenn auf einmal gefragt wird, ganz spontan, ja, mach auch nochmal das Closing oder mach auch nochmal das Opening und so. Und dann hast du halt nur deine 30 EDM-Tracks mit, ist halt schwierig dann, ne? Ja, einfach auf Halftime abspielen und dann. Ja, nee, also man hört schon raus. Ja. Also du machst dir Gedanken oder hast dir Gedanken gemacht und warst immer gut vorbereitet. Und sicherlich hat das dazu auch beigetragen, dass du den Contest im Bootshaus gewonnen hast.
Ich habe mich halt komplett reingehangen. Also ich habe damals ja noch bei der Sparkasse gearbeitet und für mich gab es dann im Prinzip nichts anderes, als nach der Arbeit um 17, 18 Uhr nach Hause zu kommen und ich habe halt wirklich jede Nacht bis 1, 2 Uhr noch am Laptop gesessen und mich irgendwie versucht, um meinen ganzen Kram zu kümmern und habe halt irgendwie immer versucht, irgendwas zu machen, sei es, dass ich mich um meine Socials gekümmert habe, ums Connecten, was ja am Anfang auch mega, mega wichtig ist, um überhaupt erstmal Leute kennenzulernen und gleichzeitig auch die Musikvorbereitung. Also Leute da draußen, ihr hört das vielleicht auch schon ein bisschen raus. Das ist auch, was ich auf der Mixcon gesagt habe, ne? Also ihr hört ja so beim Fabian jetzt, er hat wirklich für die Sache gebrannt, hat sich da reingehangen, hatte einen normalen Job, hat hinter dem normalen Job nochmal einen zweiten Job drangehangen. Und das ist ja, was der Sebi und ich schon öfter gesagt haben. Man muss auch ein bisschen in sich selber hineinhorchen, ob man da Bock drauf hat, ob man diese Energie auch bereit ist aufzubringen, ne? Weil sonst klappt das eben nicht, beziehungsweise dann kommt halt ein anderer, der diese Energie aufbringt und der zieht an dir vorbei. Das muss man immer, ich finde das ganz spannend, dass du das mal auch so sagst, weil das ist ja auch einfach ein Haufen Arbeit, die du da machst, ne? Und keiner garantiert dir, dass das auch irgendwie Früchte trägt, das weiß man ja nicht. Absolut, ja. Also es war auch eine anstrengende Zeit. Ich habe ja damals auch noch meine Abschlussprüfung halt noch nebenbei gemacht. Muss aber auch sagen, ich habe wirklich den besten Support von der Sparkasse bekommen und auch von meinem damaligen Chef. Das heißt, immer wenn ich irgendwie spontan mal zu einer Show musste, nicht zur Arbeit kommen konnte, das war ein sehr, sehr starkes Geben und Nehmen, weil ich auch weiterhin versucht habe, bei der Sparkasse 100% zu geben. Und das ist, finde ich, auch der ganz, ganz springende Punkt an der ganzen Sache, dass man halt nicht irgendwie sagt so, ich werde jetzt DJ, ich setze alles auf DJ und lass alles andere halt irgendwie laufen. Also mir war es immer noch mega, mega wichtig, dass die Sparkasse läuft, dass meine Ausbildung läuft, dass meine Abschlussprüfung läuft und ich trotzdem nebenbei mein ganz DJ-Ding mache. Also ich finde es mega, mega wichtig, dass man nicht irgendwie dann alles auf eine Karte setzt, sondern auch erstmal schaut, dass man eine gute Base hat. Ich möchte mal eben kurz vorgreifen. Jetzt arbeitest du aber nicht mehr in der Sparkasse. Jetzt machst du das Fulltime. Jetzt arbeite ich nicht mehr da. Genau, genau, genau. Okay, da kommen wir nachher noch bestimmt drauf zu sprechen. Ich habe eine Frage, beziehungsweise Sebi, sag mir, ob ich schon jetzt darauf zu sprechen kommen kann. So, du hast eben gesagt, die Socials, dich um die Socials gekümmert, ne? Das ist ja immer so ein Punkt, wo sich viele streiten. So diese Prozent, ich will es mal versuchen, in Prozent zu erfragen von so einem normalen Arbeitstag. Wie viel Zeit, Arbeit stecke ich in meinen Social-Auftritt, in Instagram-Bilder, in die Bearbeitung dessen, in Stories und so weiter? Weil für viele, die, also ich weiß jetzt, also ich habe viel Kontakt mit Produzenten, Musikproduzenten und da weiß ich immer, für die ist das eher eine Last. Die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, weswegen ich manchmal auch den Tipp gebe, sei einfach nicht der Artist, sondern sei der Produzent, wenn du da gar keinen Bock drauf hast. Wenn du jetzt mal so von deinem Phasen in deiner, wenn du jetzt so zurückblickst, wie viel Prozent des Tages hast du in was reingesteckt? Kann man das ungefähr so sagen? Ich versuche es auf jeden Fall mal. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass am Anfang, als ich angefangen habe, viel, viel, viel mehr Zeit noch in Social Media gegangen ist als jetzt. Zum einen, weil vieles neu ist und ich bin am Anfang halt ganz krass auf diesen Community-Gedanken gegangen. Auch als ich angefangen habe, in den Clubs zu spielen. Ich hatte halt 3 Clubs, in denen ich öfter gespielt habe und habe mir da die Community aufgebaut, die ich unter anderem auch dafür gebraucht habe, um den Bootshaus-DJ-Contest zu gewinnen. So kam man eins zum anderen. Ich bin halt wirklich am Anfang ganz klar auf dieses Ding gegangen. Okay, hier bin ich, das will ich und allen erstmal versucht zu zeigen, ich bin motiviert, macht was mit mir. Ja, okay. Verstehe. Und da finde ich es auf jeden Fall brutal wichtig, dass auch der Social-Media-Auftritt halt am Anfang passt. Ich finde halt, es gibt halt 2 Wege. Entweder man kommt direkt als Producer in die ganze Sache rein, bringt direkt einen Hit, ist direkt bei den großen Labels, direkt bei den großen Leuten, die einen pushen. Oder man kommt halt so wie ich als DJ in die ganze Sache rein. Als ich angefangen habe, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, irgendwie mal das weiter auszubauen. Ich hatte Spaß dran. Ich bin halt ein Mensch, der etwas macht, weil er es gerne macht. Und dann aber auch gleichzeitig auch brutal ehrgeizig ist. Das heißt, wenn ich mir was vornehme, dann nehme ich mir das auch 1000%ig vor. Bei mir gibt's da irgendwie nicht so dieses Hin und Her. Ich habe halt vorher auch Karate lange Zeit gemacht. Ich vergleiche das auch immer ein bisschen. Also ich bin halt jahrelanger Karate-Wettkämpfer gewesen. Und für mich ist das mit der Musik manchmal nichts anderes, wenn ich auf die Bühne gehe, als ob ich auf die Kampffläche gehe. Okay. Also ich bin halt so ein 1000%-Mensch irgendwie. Ja gut, Karate ist halt auch so ein totaler Konzentrationssport. Hast du Kumite oder was andere? Hast du auch Kata gemacht? Ich war hauptsächlich Kata-Athlet, bin auch im Kata-Team gestartet und dann war ich auch, sagen wir mal, gut international unterwegs. Also Kata ist ja auch gerade, muss man ja sagen,
Das ist ja wirklich, also für die Leute, die es nicht wissen, wie kann man das beschreiben? Das ist Choreografie laufen, ja, alleine, genau, oder auch Kata-Team, ja, aber dann mit mehreren. Aber genau, im Prinzip, du kämpfst ja nicht, sondern du läufst eine Choreografie quasi, ne? So kann man es grob sagen, ja, genau. Und das, da kommt es halt einfach so krass drauf an, dass du das in dem Moment perfekt ablieferst. Also du trainierst ewig lang, um sozusagen einmal deine Kür zu machen. Und ja, das kann man durchaus natürlich schon mit einem Auftritt vergleichen, kann man ganz klar so sagen, ja. Mir geht's da ganz klar auch um die Konzentration. Ja. Also bevor ich auf die Kampffläche gegangen bin, bin ich auch nochmal 2 Minuten in eine stille Ecke gegangen und habe mich auf mich selber konzentriert. Und das mache ich jetzt vor einer Show genauso. Mhm. Kurz vorher nochmal 2 Minuten in die Ecke, von allen abschalten, einfach nochmal kurz so, okay, gleich geht's los und dann gehe ich halt auf die Bühne oder auf die Kampffläche. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Vergleich. Hast du so Lampenfieber? Hast du das? Kennst du das? Jein. Also es ist immer noch sehr, sehr komisch. Am Anfang war es natürlich klar mehr. Inzwischen ist es aber manchmal bei kleineren Shows mehr als bei großen, manchmal bei großen mehr als bei kleinen. Also das switcht doch immer ein bisschen, auch je nachdem, wo man ist. Wenn man jetzt in einer Location ist, die man schon kennt, wo man genau weiß, okay, da kann ich die und die Mucke spielen, die Leute feiern das, da bin ich genau richtig. Oder ob man vielleicht beim größeren Veranstalter auch spielt und das erste Mal da ist und sich dann denkt, okay, hey, ich will ja nicht nur die Leute begeistern, der Veranstalter soll ja am Ende auch sagen, okay, der hat einen geilen Job gemacht. Deswegen ist es ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ich wollte noch einmal kurz zurückkommen. Also du hast gerade noch erwähnt, du hast den Bootshaus-Contest auch gewonnen, weil du eine Community mitgebracht hast. Also kann man das nicht wortwörtlich vorstellen? Du hast irgendwie viele Leute an dem Abend, also die schon deine Fans waren, ins Bootshaus bekommen. Und dann ist, glaube ich, so Applaus-Voting oder wie funktioniert das da bei dem Contest? Nicht so direkt. Also es ist im Prinzip, spielen alle DJs nacheinander das Set. Aber die Reihenfolge bestimmt sich so, wie viele Leute derjenigen mitgebracht hat. Das heißt, die Bootshaus, damals bei Bootshaus Residents, waren mit dabei. Der Uli, der nächstes Mal bei euch in der Sendung ist, der war zum Beispiel auch in der Jury. Und ich hatte die meisten Leute dabei und hatte deswegen dann die letzte Playtime. Was es vielleicht nicht unbedingt einfacher macht, weil alle schon vor einem gespielt haben, man einen leichten Druck auf sich hat und denkt, okay, ich muss jetzt abliefern. Mhm. Okay, und dann hast du gewonnen und dann bist du Resident geworden im Bootshaus, ne? Wenn man da gewinnt, ist man, glaube ich, dann Resident-DJ. Nicht automatisch. Das hat schon noch so ein Dreivierteljahr gedauert. Also ich habe dann danach erstmal einen von den Resident-Abenden gespielt. Dann habe ich eine Support-Show von Galantis gespielt, Deoro, Timmy Trumpet. Und dann kam das Bootshaus, okay, Fabian, das haben die mir sogar auf der Weihnachtsfeier gesagt, jetzt bist du Resident von uns. Okay. Und bringt ein paar Vorteile mit sich, ne, glaube ich. Dann geht das so langsam los. Erzähl doch mal. Es hat mir sehr, sehr geholfen. Man hat es halt einfach gemerkt, auch so dieser komplette Hype, der auf einmal so entstanden ist. Also ich habe halt versucht, auf allen Ebenen Gas zu geben. Es kam halt das Bootshaus, der Resident-Posten und gleichzeitig habe ich auch zur gleichen Zeit angefangen, für den Most Wanted aufzulegen, für Hypercat. Und dann kamen direkt 2016 halt auch die ganzen Festivals wie der World Club Dome, das Open Beats Festival, die Ruhe in Love. Und so habe ich, sag ich mal, also so am Anfang, meine beiden Steckenpferde waren im Prinzip das Bootshaus, was natürlich bundesweit, Bootshaus Resident war erstmal ein Name. Ich war auch unglaublich stolz. Also ich glaube, das hat mich im ersten Jahr am meisten gepusht, dass ich einfach das Bootshaus im Rücken hatte oder sagen konnte, du bist Bootshaus Resident. Also ich war unglaublich stolz, auch als ich nach dem Contest nach Hause gekommen bin. Ich habe wach auf der Couch gesessen, damals habe ich noch zu Hause gewohnt und war so spät zu Hause, dass mein Vater schon wieder aufgewacht ist, ins Wohnzimmer gekommen ist und ich ihn angeguckt habe. Hey, ich hab einfach gewonnen. Keine Ahnung, ja, aber ich habe gewonnen. Aber man muss auch kurz sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das Bootshaus in Köln zählt zu den besten Clubs der Welt. Es gibt jedes Jahr so ein Ranking und ich glaube, aktuell stehen die auf dem 8. Platz. Und das ist schon eine... Ja, es ist schon so ein bisschen Ritterschlag da auch aufzulegen überhaupt, weil auch die ganze DJ-Elite, die internationale DJ-Elite da zu Gast ist, aber auch da als Resident reinzukommen. Ne? Also man kann sich vorstellen, wie viele Jungs und auch wahrscheinlich Ladies da gerne Resident werden in dem Land. Ja? So die Champions League der Clubs in Europa oder weltweit. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kam halt so vieles eins zum anderen. Dann war mein eigener Hype erstmal und dann war irgendwie, in der Szene hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass viele auf einmal gesagt haben, so, okay, dieser Pharrell, wer ist das eigentlich? Wo kommt der her? Wo kommt der her und warum ist der auf einmal im Bootshaus? Und das hat man schon stark gemerkt und das war für mich halt schon ein positiver Schub am Anfang, weil halt alle irgendwie aufmerksam geworden sind, okay, wir kennen den noch nicht und der ist jetzt im Bootshaus. Wie hat sich denn, du sagst also 2016 ging das so los, ne? Mit Bootshaus dann. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, ja, genau, 2016. Ja, genau. Hat sich dein Auflegesound, also wir wissen ja alle so, es verändert sich die ganze Zeit, Genres kommen und gehen. Würdest du sagen, dein Auflegesound hat sich verändert? Und wenn ja, von was, wonach, wohin, wo bewegst du dich aktuell? Was ist so die Soundgeschichte von 2016 bis jetzt? Sehr, sehr interessante Frage, weil das ist auch eine Frage, mit der beschäftige ich selber. Also mich, ich persönlich beschäftige mich auch oft mit der Frage, okay, wo hast du angefangen, wo bist du hingekommen? Ich muss sagen, als ich den Bootshaus Contest gewonnen habe, das war sogar im Genre Future House. Das war damals 2016, als Don Diablo so gerade seinen richtigen Hype hatte. Don Diablo für mich auch noch immer einer, ja, der coolsten Künstler, sei es vom Marketing, von allem her, von seinem Auftreten, von seinem eigenen Signature-Sound. Also unglaublich stark. Und damals habe ich auch noch viel Don Diablo-Mucke gespielt, auch beim Bootshaus Contest war noch ganz viel Don Diablo. Alles sehr Future House, Hexagon-lastig. Mhm. Und dann ging es weiter durchs Bootshaus und die Festivals, muss ich sagen, bin ich doch eine Nummer härter geworden. Hatte zwischenzeitlich, sage ich mal, so 2018, 2019 eigentlich auch mal so eine Phase, wo sogar nicht, ich würde nicht sagen unbedingt viel Hardstyle gespielt wurde, aber wo ich auf jeden Fall auch Hardstyle gespielt habe, gerade als es so mega im Hype war. Bin aber, sage ich mal, jetzt auch seit letzten Sommer wieder cool dabei, ein bisschen runterzufahren und ein bisschen eigentlich so ein bisschen back to the roots, aber trotzdem noch den knalligeren Sound mit einzubauen. Okay, viele sind aktuell, das weiß man, so ein bisschen auf der Suche nach dem neuen Sound. Würdest du sagen, auch nach wie vor ist es so, dass dann Peak Time bei Festivals immer noch dann Big Room auch gespielt wird? Oder was würdest du sagen, ist ja, so schon. Knallermucke gerade? Also man merkt schon, dass Big Room, sag ich mal, immer noch entscheidend. Also Big Room ist einfach die Mucke zum Springen. Und wenn man auf einem Festival spielen, vielen jungen Leuten, die einfach Bock haben auf Party, kann man auch noch mal Big Room spielen. Viele in der Szene sind so, Big Room is dead, bei Big Room läuft gar nichts mehr. Ein guter Big Room-Track zwischendurch und keiner sagt was. Ich versuche das halt immer richtig cool, so mit Basshaus ein bisschen zu mixen. Jetzt nicht unbedingt so dieses diepe, charmy Basshaus, sondern schon so dieses knalligere, schon so dieses sehr elektrohauslastige. Und und dann funktioniert es. Es funktioniert einfach immer noch. Was ist denn deine persönliche Lieblingsmusik so? Also du hast ja bestimmt auch mal ein paar Tracks, die spielst du, weil du so spielen musst und nicht, weil das jetzt die Musik, die du morgens beim Frühstück hörst. So, gibt es da irgendwie eine Präferenz irgendwie von dir? Also persönlich muss ich sagen, privat höre ich so ungefähr fast alles. Also ich höre unglaublich gern, klar höre ich elektronische Musik, aber wenn ich Auto fahre, höre ich auch super gerne einfach mal Rock. Oder sogar Country, bis hin zu, ich würde jetzt nicht sagen Deutschrap, es gibt halt so ein paar Künstler, die machen coole Deutschrap-Mucke, ohne ständig irgendjemanden zu beleidigen. Sowas höre ich mir auch teilweise richtig gerne an, wenn coole Texte wirklich dabei sind. Mhm. Da gibt es auch gute Sachen. Aber wie gesagt, ich höre privat wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Und das ist dann auch wieder keine Musik, die ich live spiele. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn man sich hauptberuflich mit Musik beschäftigt, braucht man auch ab und zu einfach mal ein paar kreative Einflüsse von woanders. Also ich höre super, super gern, gerade beim Autofahren, einfach mal irgendwelche anderen Spotify-Playlisten an, die man sonst nie hört. Ich finde, das gibt einem so viel kreativen Input. Ja, absolut. Also es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass DJs hören ganz viel in anderen Genres auch Musik so und vor allem Musikproduzenten hören gar keine Musik mehr. Also privat. Das ist auch. Ich fand das immer noch geil, als Klaas, vor ein paar Monaten war der bei mir hier im Studio und dann haben wir so über Musik geredet und meinte ich so, ja, soll ich ein bisschen was zeigen? Der so, nee, lass bloß aus, ich will nichts hören. Der will einfach, der ist den ganzen Tag sitzt, der da und produziert Musik, gut, der ist um jedes auch, Gespräch, über jedes Gespräch freut er sich und eigentlich nicht so, die jetzt irgendwie hinsetzen und Mucke hören, ne? Das ist, meine, ist klar irgendwo, ne? Ja, aber auch er wird dann, wenn er Musik hört, einfach mal was komplett anderes hören. Wahrscheinlich, einfach nur diesen kreativen Input, weil wenn man komplett nur elektronische Musik produziert und dann auch noch den ganzen Abend, wenn man schlafen geht, noch elektronische Musik hört, dann funktioniert es gar nicht mehr. Naja, bei mir ist das auch in den letzten Jahren richtig krass geworden, dass ich gemerkt habe, so je härteren Techno ich eigentlich produziere, desto mehr, wenn ich abends fertig bin, wird dann doch irgendwie die Jazz-Playlist gestartet. Und ich glaube, weiter weg geht's fast nicht. Und das scheint so ein natürlicher Reflex zu sein, dass man nach so einem Ausgleich einfach sucht. Ich finde es sogar aber auch wichtig, dass man so einen Ausgleich halt irgendwie einfach schafft. Weil ich merke halt oft, wenn ich halt wirklich den ganzen Tag hier sitze und irgendwie Mucke mache, neue Musik raussuche, irgendwann braucht man braucht einfach irgendwann mal eine Pause. Und wenn man damals komplett anderes hört, dann kriegt man einfach wieder eine Inspiration von ganz weit weg. Ja, ich frage mich immer, ob Hardstyle-Ultras, ob die auch so beim Frühstück dann so baum, 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 baum. Ehrlich gesagt, glaube ich meistens sogar ja.
die Raw-Styler oder so, ob die das auch. Auf jeden Fall. Ja. Fabian, ich bin gerade auf deinem Spotify-Profil und sehe, du hast 2015 schon die erste Single veröffentlicht und dann 2017, 18, 19 ging es dann richtig los im Prinzip. Ja, genau, 2015. Ja, es waren so die dunklen Anfänge, als man seiner. Als ich mir an meinem Laptop gesessen habe, noch mit meinen Logitech Z4 Boxen, ja, das ist richtig. Ja gut, das, also so hat ja jeder angefangen mal, ne? Irgendwie ja, ja, klar. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber also, worauf ich hinaus wollte, du hast dann irgendwann auch wahrscheinlich dann gecheckt, ey, wenn ich ein bisschen Musik produziere, kann das meine Reichweite deutlich steigern und mir auch in meinem Beruf des DJs weiterhelfen. Ist das richtig? Ja, nicht mal. Also es ist bei mir nicht mal der Grund, irgendwie zu sagen, es bringt mich nach vorne, ich muss jetzt Musik bringen, sondern das ist für mich eigentlich irgendwie auch eine persönliche Weiterentwicklung. Also irgendwann will man sein Projekt einfach größer und weitermachen als nur, was heißt nur das Auflegen. Aber irgendwann ist halt nicht mehr, irgendwann will man noch mal was anderes machen, als den ganzen Tag sich nur überlegen, so, okay, ja, wie mache ich jetzt mit Social Media und welche Show spiele ich am nächsten Wochenende? Ich finde, das ist auch eine persönliche Entwicklung einfach, die man da durchmacht und irgendwie eine neue Herausforderung. Ja, ich sehe gerade, du hast dann relativ schnell bei Run DBN veröffentlicht, die zweite Single gleich schon. Mhm, genau. Ja. Genau, dann war aber auch mal. Grüße gehen raus. Ja, genau. Ja, genau. Und dann ging es weiter. Dann habe ich wirklich erstmal lange Zeit eigentlich recht wenig released, weil für mich einfach der Anspruch war, irgendwie was, ja, ein größeres Projekt einfach zu machen, dass man nicht sagt, okay, man hat jetzt hier eine Clubnummer und die haut man jetzt raus, sondern für mich war erstmal irgendwie ein bisschen wieder zurückziehen und dann sage ich mal an. Intensiv oder an, ja, an aufwendigeren Produktionen einfach zu arbeiten, was mir halt auch mega Spaß gemacht hat, war die komplette Vocal-Produktion der letzten Tracks. Mhm. Ja, genau. Und dann hast du 2019 bei Nitron, also Sony Nitron veröffentlicht. Die Time Takes Nothing. Time Takes Nothing. Die war genau. Ja relativ erfolgreich, schon über 500.000 Streams. Ja, müsste jetzt bei 600 noch was genau. sein. Ja, kurz vor 600.000. Und dann deine letzte Single ist erschienen bei Contra Records. Genau. Ja. Und die lief richtig gut, ne? 1,6 Millionen Streams. Die läuft aktuell richtig gut. Ja, die läuft auch, sag ich mal, jeden Tag noch so ungefähr bei 20 bis 22.000 ist eigentlich der Durchschnitt am Tag. Worüber ich soweit eigentlich echt dermaßen happy bin. Ja. Und da sehe ich gerade in den Credits, die hast du mit Tobias gemacht, ne? Mit dem Top-Hitch, der war ja letzten Tag bei uns hier in der Klangküche. Genau. Ja, guter Mann. Ja. Ja, ein sehr guter Mann. Der kann Hits machen. Der kann Hits, ja. Der weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert. Ja. Okay, und hast du schon was in den Startlöchern für, ich meine, jetzt ist bald April, da musst du mal wieder was kommen hier, oder? Da kommt auf jeden Fall bald wieder was Neues. Ich habe mehrere Projekte in der Mache. Es sind unter anderem auch wieder zwei Singles, die noch bei Sony kommen werden. Da sind wir gerade dabei, ein bisschen den Release-Plan zu machen, wie wir das Ganze jetzt übers Jahr halt verteilen. Mhm. Und habe aber auch noch so zwei, drei andere, die noch ein bisschen in der Mache sind. Da bin ich auch nochmal gespannt, aber es kommen auf jeden Fall bald wieder zwei Singles bei Sony. Ah ja, okay. Auch wieder bei Nitron? Auch wieder Nitron, genau. Ja, oder genau. Nitron, ja, genau. Also Grüße an Max gehen raus. Ich glaube, der hört uns auch zu. Ja, Max. Ja. So, wir müssen mal auf dein Instagram zu sprechen kommen. Das können wir auch machen. Machst du das komplett selbst oder arbeitest du damit irgendwem zusammen? Das war so meine erste Frage. Ich mache es komplett selber. Ich habe von Anfang an das Ganze komplett selber gemacht und werde es auch noch ganz, ganz lange wahrscheinlich selber machen. Weil ich habe einfach irgendwie gemerkt, dadurch auch, ich bin ja, sag ich mal, bei meinen Stories auch recht aktiv, Postings auch recht aktiv und ich merke einfach, dass wenn ich das selber mache, dass es authentisch ist und dass halt viele wirklich, also ich merke einfach, dass die Leute halt wirklich cool drauf ansprechen auf das, was ich halt irgendwie, sag ich mal, im Social-Media-Bereich einfach mache. Also ich glaube, das zählt auch mit zu meinen Stärken und deswegen würde ich das Ganze auch nicht abgeben. Ja. Hast du eigentlich ein Management oder hast du es mal selber in der Hand? Nee, ich mache das mit dem Robin Jagielski zusammen, ja. Der hat ja auch seine eigene Booking-Agentur und der macht im Prinzip mein Booking und jetzt auch mein Management. Ja, darfst du denn kurz sagen, wie heißt die Agentur? The Agency. Okay, also die machen Booking und Künstlerentwicklung. Booking und Management, genau. Grüße an Robin, ich erkenne mich noch von diversen WG-Partys hier aus Bonn. Ja, vor ein paar Jahren habe ich ihn kennengelernt. Ja, nee, worauf ich hinaus wollte, ist aber, oft ist ja so, wenn der Künstler ein Management bekommt,
Dann gibt er auch die Social Media Aktivitäten ab, ne? Also dann, dann macht das da irgendjemand in der Agentur für den Künstler. Aber bei dir ist das nicht so. Du hast das selber noch. Ich mache es auf jeden Fall selber und ich würde auch erstmal gar nicht auf die Idee kommen. Also dafür müsste ich wirklich absolut gar keine Zeit mehr zwischen 2 und 3 Uhr nachts haben, um noch irgendwie mal ein Posting vorzubereiten. Ja. Also wie wir eben besprochen haben, das ganze Social Media Ding ist ein großes Thema. Auch diese ständige Präsenz, das ist manchmal, was heißt anstrengend, ich mache es gerne, aber trotzdem ist es manchmal anstrengend, weil man sich ja ständig überlegen muss, okay, was erzähle ich den Leuten eigentlich heute schon wieder für ein Bullshit? Trotzdem mache ich es halt irgendwie immer noch selber. Ich mag es einfach, es kommt authentisch und ich will es auch gar nicht abgeben. Hab so meinen eigenen Plan da irgendwie bei, habe auch meinen eigenen Kopf bei sowas. Ja, und darf ich mal eben kurz fragen, also du hast ja gerade erzählt, du machst das hauptberuflich mittlerweile. Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Stehst du am Montagmorgen um 8 Uhr auf oder machst du es eher chillig und erzähl doch mal. Ich bin ehrlich gesagt schon Frühaufsteher. Bei mir ist es meistens so, also ab und zu gehe ich sogar morgens ins Fitnessstudio, dann um 7 Uhr morgens schon oder sehr spät abends, so zwischen 10 und 11. Gehört Fitnessstudio zu deinem Beruf dazu sozusagen? Also inzwischen zum Glück wieder. Also es ist wirklich 2 Jahre, sage ich mal, brutal untergegangen. Auch dadurch, dass ich, sage ich mal, viel Zeit ins Auflegen gesteckt habe, viel am Wochenende unterwegs war, dadurch ist Karate halt weggefallen, ich habe nicht mehr auf Wettkämpfen gekämpft, das Training ist weniger geworden und da muss ich leider sagen, dass ich es halt echt 2 Jahre komplett vernachlässigt habe, mich mal richtig um den Sport zu kümmern, finde es aber inzwischen halt wieder brutal wichtig und ich merke auch einfach, wie mir es richtig hilft. Bis zu welchem Alter hast du Karate auf dem professionellen Level dann gemacht? Bis ich 22 war. Und dann hast du dann nicht mehr quasi, weil du musst ja dann auch schon 3-4 Mal die Woche trainieren, damit du da auf dem Level mithalten kannst. Ja, und das ging dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja, genau. Ich habe ja Karate angefangen, als ich 6 war. Ja. Also habe es wirklich schon eine verdammt lange Zeit gemacht, aber um dann wirklich, sage ich mal, auf Europaniveau mitzuhalten, wurde es dann einfach zu wenig mit dem Training. Und am Wochenende auch. Irgendwann kam halt die Entscheidung, gehe ich am Wochenende auflegen oder gehe ich halt auf Wettkämpfe? Naja, aber es finde ich interessant, weil es ist halt schon eine krasse Entscheidung. Also ich kenne das so bei mir. Ich kann mich nicht entscheiden, deswegen mache ich alles, aber dann halt auch nicht so richtig, ne? Und gerade wenn du sagst, mit 22 aufgehört, würde man eigentlich ja sagen, ist eine harte Entscheidung, weil man weiß, von 22 bis 26 ungefähr ist ja deine absolute Blütezeit aus sportlicher Sicht, ne? Ja, absolut. Ich will dir da jetzt gar nicht irgendwie dich da irgendwie nachträglich, dass du es bereust oder so, nicht da rein drängen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine krasse Entscheidung, die man dann auch treffen muss. Ja, war es auch. Ich bin auch noch immer 1 Jahr in meinem Karateverein angemeldet geblieben, obwohl ich nicht mal mehr beim Training war. Das hast du nicht was jetzt gekriegt. Absolut nicht. Ja. Ja. Okay. Aber jetzt so, ich habe ja gerade gefragt, ob das auch zu deinem Beruf dazu gehört, weil Fitnessstudio und also so Optik eines Künstlers, ja, das kann man ja nicht einfach so verschweigen, das spielt ja schon eine Rolle. Ja? Also wenn man sich da gehen lässt, sage ich mal, hilft das vielleicht nicht unbedingt auch jetzt hier in der weiblichen Zielgruppe irgendwie eine Fanbase aufzubauen? Es muss halt irgendwie zum Produkt passen. Also nicht jeder muss ein Will Sparks sein, der sich oberkörperfrei auszieht und die größte Maschine überhaupt ist. Andersrum könnte man sich einen Carnage aber auch nicht durchtrainiert vorstellen. Und bei ihm passt es aber irgendwie so zum gesamten Produkt. Mhm. Also ob er jetzt 2-3 Kilo abspecken könnte, kann man sich halt drüber streiten. Das muss ja jeder selber wissen. Ja. Aber ich finde, es muss halt irgendwie zum Produkt passen. Und ich finde, wenn man halt irgendwie so mit Halbplauze irgendwie rumläuft, dann passt es halt irgendwie so gar nicht. Genau, ja. Okay, also Fitnessstudio gehört zu deinem Job dazu. Und was machst du sonst noch so montags bis freitags unter der Woche? Viel am Laptop sitzen. Ja, also das heißt Social-Media-mäßig. Oder ja, alles von Musik über Social Media bis hin zu auch selber mal irgendwie mit überlegen, so welche Clubveranstalter man wieder angehen könnte. Ja. Das gehört eigentlich so, ja. Und ist das ein Fulltime-Job? Also sitzt du da 8 Stunden am Tag oder eher nur so eine halbe Stunde? Inzwischen schon. Also ich bin ja nebenbei immer noch ein bisschen in der Festivalplanung für Kroatien mit drin. Deswegen habe ich, sage ich mal, sowieso immer den ganzen Tag irgendwie ein bisschen was zu tun. Mhm. Also ein bisschen ist gut. Und dann? Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, und dann am Freitag und am Samstag bist du meistens auflegen. Genau. Deutschlandweit natürlich auch im Ausland unterwegs? Also bis auf Kroatien jetzt als Spezial, sondern... Das hat sich echt ganz cool entwickelt die letzten beiden Jahre. Also ich habe sogar letztes Jahr im November eine kleine Tour durch Thailand gespielt. Es war richtig, richtig gut. Ecke Pattaya, Bangkok, die Ecke habe ich gespielt. Dann, viel in Europa. Ab letzten Sommer in
Italien gespielt, in Kroatien hatten wir, in Spanien, Luxemburg, Österreich und so ein paar, wo war ich noch? Italien, Spanien, ja, auf jeden Fall sage ich mal so ein bisschen quer durch Europa. Ja. Mhm. Dann muss die nächste Single auf Indisch kommen, glaube ich. Dann hast du einen neuen Markt. Kann ich da auch noch durchstarten. Ja. Am besten als Collab mit Marshmello und sonst wem da hinten. Ja, die hier, DJ Snake und Marshmello, die fokussieren ja irgendwie gerade brutal den indischen Markt. Ja, aber es funktioniert bei denen ja gut. Ja. Jetzt frage ich einfach mal ins Blaue hinein. Also ich frage jetzt nicht nach konkreten Zahlen, aber im Prinzip bist du ja ein selbstständiger Unternehmer und hast am Freitag und am Samstag Einkommen. Wenn man jetzt da einen Doppelstrich drunter macht, lohnt sich das? Kann man da gut von leben? Könntest du eine Familie ernähren oder ist das eher gerade so ein Ding, wo du als Junggeselle vielleicht gut über die Runden kommst, aber wenn du dir jetzt noch ein Haus kaufen würdest, wird es schon schwierig. Ich frage das jetzt auch, weil du ja schon einen gewissen Schritt auf der Karriereleiter gemacht hast, ja? Also du bist jetzt nicht mehr irgendwie der Resident-DJ, der am Wochenende für 250 Euro irgendwo im Club steht, sondern schon wahrscheinlich ein bisschen da drüber. Und da interessiert mich, ob man gut schon über die Runden kommt. Also sag mal, ja, man kommt gut über die Runden. Es kommt aber auch, sag ich mal, ganz klar auf die Zeit an. Also man hat wirklich im Sommer teilweise brutal volle Monate. Letztes Jahr ein Wochenende, an dem ich 3-4 Shows gespielt habe. Andersrum hat man aber auch, sag ich mal, wieder schwächere Monate. Und es ist halt einfach wichtig, dass man vor allem am Anfang, gerade wenn man sich selbstständig macht, dass man nicht anfängt, über seine Verhältnisse zu leben. Also dass man eigentlich im Prinzip immer schaut, okay, das und das habe ich eingenommen und das gebe ich aus. Also ich finde es halt einfach brutal wichtig, einfach darauf zu schauen und nicht in einem Monat, wo man vielleicht mal das Doppelte oder Dreifache verdient hat, dann auf einmal denkt, ich bin der König, ich verdiene jetzt jeden Monat meine Tausenden von Euros und ich kaufe mir jetzt erstmal ein neues Auto. Ich glaube, dass ich grundsätzlich ein Mensch bin, der einfach sehr bedacht an so eine Sache rangeht und nicht irgendwie denkt so, boah, 2 Monate krass verdient, erstmal eine neue Karre vor die Tür stellen. Das bin ich einfach nicht. Ich bin grundsätzlich sehr sparsam und ich bin froh, wenn mein Konto eigentlich immer mehr wird und ich nicht irgendwie immer so auf plus minus null oder halt schaue, diesen Monat so und so viel verdient, kannst du so und so viel raushauen. Also bei mir ist lieber mehr verdienen und dann auch mal irgendwie mehr zurücklegen für schlechte Zeiten. Würdest du sagen, dass deine Banklehre da auf jeden Fall auch von Vorteil ist, einfach in der Handhabung mit Geld? Ich bin ja gelernter Informatikkaufmann, noch nicht mal Bankkaufmann. Ach so, okay. Das ist deswegen, also gut, klar, Sparkasse habe ich trotzdem irgendwie mitbekommen, alles. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen einfach an meinem Lebensstil direkt und vielleicht auch, sage ich mal, von der Erziehung von zu Hause. Was macht denn der Informatikkaufmann dann? Du bist dann mehr in der Administration computertechnisch, oder? Genau. Also im Prinzip komplette Administration. Ich war bei der Sparkasse Krefeld mit 2000 Mitarbeitern. Vielen, vielen Rechnern, vielen, vielen Druckern, viel Serverstruktur, die im Background steht, viel Benutzerverwaltung, also komplett auch die ganze Benutzerverwaltung, wer darf und welche Programme und die ganze Programmadministration von den ganzen sparkasseninternen Programmen, das war eigentlich Also das heißt, das Finanzgeschäft als solches, klar, kriegt man irgendwie mit, aber das ist gar nicht das, was du gemacht hast. Nee, war gar nicht meins. Man hört ja über Sparkasse, dann denkt man erstmal, du bist natürlich Banker. Aber ja, der Banker. Ich nur so, nee, IT-Kaufmann. Aber klar, man bekommt ein bisschen was vom Sparkassenleben schon mit. Ja. Aber ansonsten war ich, sag ich mal, schon sehr stark in der IT-Administration, Server-Administration und Co. Ja. Jetzt haben wir, oder wir stecken gerade mitten in der Corona-Krise. Alle Shows abgesagt, alle Clubs zu. Yes. Das trifft dich wahrscheinlich auch. Ja, absolut, absolut. Also vor allem letztes Wochenende war es halt brutal schade. Ich hätte eigentlich letzten Samstag meinen Geburtstag auch gefeiert, habe ein schönes Event aufgezogen in Krefeld, wo ich wirklich über Monate darauf hingearbeitet habe, wirklich viel reingesteckt habe. Ich hatte ja letztes Jahr beim New Horizons Festival auch einen Geiger mit dabei und habe für dieses Jahr, also für meinen Geburtstag, auch wieder 3 Tracks mit ihm einperformt, eine komplett neue Single auch. Muss ich einmal kurz reingehen, also ein Geiger, jemand, der Violine spielt, während du auch lebst. Ja, genau, wirklich einer mit Violine. Genau, das haben wir letztes Jahr bei New Horizons das erste Mal gemacht. Du machst genau das Ding, was wir immer hier bewerben sozusagen. Also sucht euch einen unique selling point, liebe DJs draus, macht irgendwas, so was geil. Kein anderer macht. Das war glaube ich, so mein Best Moment 2019. Ja. Also funktioniert. Und dann unterscheidest du dich von den anderen und dann bleibst du in Erinnerung. So, ne? Ja. Ja.
Ja, und wir haben halt wirklich viel Energie in den Tag reingesteckt und genau letzte Woche an meinem Geburtstag kam dann die endgültige Meldung von der Location, okay, yo, wir müssen absagen, alles gecancelt bis Mitte April. Und gut, das war zwar so die erste Sache, das erste Mal bis Mitte April, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze doch noch länger dauert als Mitte April. Was schätzt du, wie lange das dauern wird? Will ich mich ehrlich gesagt schwierig zu äußern. Also ich bin leider kein Virologe und ich würde gerne wissen, wann das Ganze vorbei ist. Ich würde es unglaublich gerne wissen. Ich hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Aber wirklich schwierig einzuschätzen. Ich meine, gerade wird ja, sage ich mal, erstmal die Sicherheitsmaßnahmen aufgefahren. Ja. Und deswegen, also was ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen kann, dass in 2-3 Wochen wieder alles aufgemacht wird. Nee, das auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Aber wie lange das Ganze noch dauert, hoffentlich nicht mehr lange. Ich glaube, unser Gesundheitsminister war das, glaube ich, hat heute gesagt, dass es bis Ende Mai gehen kann mit den Einschränkungen, die zurzeit herrschen. Das ja, ich habe auch schon was gelesen, von wegen Baden-Württemberg will bis Mitte Juni irgendwie dicht machen. Aber wie gesagt, da müssen sich andere Leute mit beschäftigen oder sollten sich auch. Und ja. Für uns oder beziehungsweise für die Branche kann ich natürlich nur hoffen, dass es bald weitergeht. Aber rein aus gesundheitlichen Gründen finde ich es halt auch total berechtigt, dass gerade alles dicht gemacht ist. Das ist nochmal die ganz, ganz andere Seite. Auf jeden Fall. Aber lass uns auch mal eben kurz das mal zumindest in Gedanken weiterspinnen. Was machst du denn jetzt, wenn das Ding auch noch über den gesamten Sommer hin hier herrschen sollte, also dieses Coronavirus, dass die Clubs alle zu haben, die Festivals alle abgesagt, da kommt man ja irgendwann, kann man sich ja an 2 Fingern abzählen, an die Grenze, ne? Also irgendwann kein Einkommen als Selbstständiger wird vielleicht dann irgendwann auch schwierig, so, ne? Hast du da einen Plan B in der Tasche oder? Ja. Du kannst, ja, ich meine, du hast einen Beruf gelernt, ne? Also theoretisch. Ja, richtig. Also im Worst Case habe ich einen anderen Beruf gelernt, worüber man irgendwie übergangsweise was machen kann. Andersrum ist es ja auch so, durch den Kroatien-Festival-Job nebenbei noch, habe ich halt, sage ich mal, irgendwie immer noch jetzt einen Job, wo ich wieder mehr einsteigen kann und wo ich, sage ich mal, irgendwie noch an anderer Stelle halt Geld verdienen kann. Klar ist natürlich eine große, große Lücke, wenn die Shows halt erstmal wegfallen. Aber Kroatien ist auch ein Shutdown dann, oder nicht? Also die machen überall. Vorerst. An den Worst Case, wenn das auch noch flach fliegt, dann hat die Welt aber bis dahin auch ganz andere Probleme, würde ich sagen, anstatt ein paar Events. Also wenn das wirklich noch bis in den Sommer reinreicht, bis nach dem Sommer, dann denke ich, haben wir bis dahin ganz andere Probleme als ein paar Events. Ja, glaube ich, denke ich auch. Ja. Aber man kann ja schon, also Vorbereitung oder zumindest mal sich Gedanken machen, ist ja nie verkehrt, ne? Also was wäre, wenn, also, kann man ja schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich finde es wichtig, dass man sich einfach irgendwie frühzeitig Gedanken macht, an welchen Ecken kann ich irgendwie was einsparen, wo habe ich jetzt unnötige Ausgaben oder wo sind vielleicht jetzt Sachen, wo ich jetzt sage, ah, easy, kann ich mir leisten, aber brauche ich das Ganze wirklich? Oder sage ich halt so, okay, komm, die nächsten Monate stecke ich einfach mal ein bisschen zurück und muss mir nicht mal die teuersten und krassesten Sachen kaufen, weil ich ja irgendwie mal ein paar Monate Geld verdient habe. Ja. Ja, also Fixkosten drücken ist gerade, glaube ich, da sind ganz, ganz viele dran. Also ich habe auch viel von anderen Firmen schon gehört und so. Und das ist auch so die erste Maßnahme, die ihr macht. Ja, du machst erstmal einen ganz, ganz krassen Blick auf deine Fixkosten und guckst, okay, was ist hiervon wirklich nötig? Und das ist halt auch der Tipp für alle Selbstständigen jetzt da draußen. Ne? Und jetzt schon, nicht erst in 2 Monaten, wenn wirklich Shutdown genau. Jetzt wirklich gucken, welche Fixkosten habt ihr und Man kann damit eigentlich nie früh genug anfangen. Also selbst wenn man einen Monat hat, in dem man normal verdient, selbst dann setze ich mich manchmal hin und schaue, okay, wo hast du jetzt wie viel ausgegeben? Wo kannst du vielleicht ein bisschen eindämmen? Wo hast du unnötige Ausgaben? Also ich finde, das ist eine Sache, die man jetzt ganz verstärkt machen sollte, aber sowieso eine Sache, die man eigentlich immer mehr machen sollte. Absolut. Das ist übrigens Pro-Tipp Nummer 2 an dieser Stelle. Wir haben am Anfang des Podcasts schon mal einen Pro-Tipp gehabt. Ich kenne so viele DJs, die haben einfach ein bisschen was verdient, nie Steuern bezahlt. Und dann kommt das Finanzamt. Darf immer was zurücklegen. Kollege, ja, auf jeden Fall. Darf ich mal bitte kurz in deine Finanzen gucken und dann kommt die dicke Rechnung. Ja, das ist ein großer Fehler, den man aber, also man darf, wie gesagt, immer schön gucken, dass man auch mal was beiseite legt. Und dann kommt man auch ein bisschen über die Runden. Abgesehen davon habe ich, glaube ich, eine richtig gute Family, die wirklich im Worst Case auch noch da wäre, also deswegen. Okay, das ist schon mal gut. Das ist aber ein guter Stichpunkt. Also du hast jetzt gerade gesagt Family, du meinst wahrscheinlich deine richtige Familie. Ich wollte jetzt einmal auf deine Fanbase zu sprechen kommen. Ich habe heute gehört, deine Fanbase ist richtig stark. Das geht so weit, dass du sogar mehr Leute ziehst, teilweise als relativ bekannte Artists irgendwie von Spinning Records, sag ich mal so. So die, diese B-Liga, so Jay Hardway-mäßig, so in der Richtung. Ja, ich weiß, was du. Und das ist ja schon bemerkenswert, ne, dass du dir das aber aufgebaut hast.
Bin ich auch froh drüber. Und ich denke, dass das ganz am Anfang auch einer meiner, was heißt nicht Hauptvermarktungspunkte war, aber es, wie ich halt eben gesagt habe, es kamen halt irgendwie so die drei Clubs, dann kam das Bootshaus und alle haben irgendwie so gemerkt, so, hä, wer ist das, wo kommt der her und warum hat er so eine große Community? Was aber am Anfang auch wirklich ganz klar meinem Social-Media-Auftritt, glaube ich, zu verdanken war, weil ich halt da wirklich immer präsent war. Ich habe mit so vielen Leuten geschrieben. Ich habe auch vorher auch immer nachgefragt, wenn ich irgendwie Leute kennengelernt habe, so, hey, ich bin dann und dann wieder da, kommt ihr auch vorbei? Das war am Anfang so ein Daily-Ding, wo ich immer irgendwie mal mit den Leuten Kontakt hatte und irgendwie mich auch mit allen, also nicht nur mit Veranstaltern, sondern sag ich mal auch mit Fans, die die Musik gut finden, connected habe. Ja. Also wirklich, das mache ich auch noch immer. Runter bis auf den einzelnen Fan sozusagen. Komplett, komplett. Ja, also ich nehme mir auch jetzt immer noch Zeit, auch wenn es wirklich viel ist, aber ich mache es teilweise echt abends. Also gerade, eigentlich kommen wir wieder zu meiner Daily-Routine. Abends, wenn ich so zwischen 10 und 11 noch mal ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich meistens so um 11:30 frisch geduscht zu Hause. Und dann ist es oft so, dass ich mich dann irgendwie ins Bett lege und teilweise noch mal 1 bis 2 Stunden halt einfach Nachrichten beantworte mit Fragen. Also die Zeit nehme ich mir wirklich dann noch alle paar Tage mal. Ja. Boah, so viel arbeiten, das ist nichts für mich. Ja, von dich schon nicht, ne? Nee, eben. Ja, Sinan, hast du noch Fragen an unseren Gast? Ansonsten würde ich vorschlagen, widmen wir uns doch mal unserer Spotify-Playlist. Was? Helfen können wir ihm eh nicht. Er weiß schon alles. Er weiß alles, ja. Also. Ich hoffe, wenn ihr noch irgendeinen Tipp auf Lager habt, dann gerade ist es schwierig mit Tipps. Also. Ja, wir sind ja auch immer, also du bist ja viel weiter, als wir je gekommen sind. Also wir haben einfach andere Wege eingeschlagen, auch wahrscheinlich. Ja. Und was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich finde halt nicht irgendwie, dass man nur sagen kann, so, boah, der ist DJ, den kennen alle, das ist ein krasser Typ. Also ich finde, es gibt auch viel, viel krassere Typen als Leute, die bekannt sind. Absolut. Also es gibt so viele tolle Sachen, die gemacht werden. Es ist halt von, muss man auch ganz klar sagen, es ist halt auch einfach ein Job, bekannt zu sein, bekannt zu bleiben. So, das ist auch ein Job. Aber es gibt, also, ne, das ist halt, das versuche ich immer wieder den Leuten da draußen zu sagen, dass das eben auch ein Job ist und dass das halt auch ein anstrengender Job ist und dass man darauf Bock haben muss. Ne? Ja, also genauso wie andere dieses, Jobs. Was du jetzt so sagst, du setzt dich dann abends nochmal hin und beantwortest 1,5 Stunden Fanfragen und so. Ich weiß nicht, wie viele da draußen da Bock drauf hätten. Ne? Das gehört andere würden zum vielleicht Job 2 Folgen Netflix gucken. Und ich habe die letzten, also ich weiß nicht, wann ich die letzten Monate mal überhaupt richtig einen Film oder eine Netflix-Serie geguckt habe, weil ich mich dann wirklich hinsetze und mir einfach denke, okay, wir haben jetzt 11:30, komm, kannst du noch mal locker 1,5 Stunden irgendwie was machen. Ja, ja, und ich kenne das ganze Programm von Netflix auswendig. So hat jeder seine Fähigkeiten. Ja, dafür machen die andere Sachen im Background. Und also, wie gesagt, ich finde, jeder, der irgendwie seinen Weg einschlägt und am Ende muss man eigentlich irgendwie nur happy sein, und mit dem über die Runden kommen, was man eigentlich gerne macht. Nicht jeder muss irgendwie ein krasser DJ werden wollen oder nicht jeder muss irgendwie, also jeder hat ja seine eigenen Stärken und ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man irgendwie seine eigenen Stärken an der Stelle einsetzt, wo sie halt sinnvoll sind. Ja, ja, absolut. Ja, zum Beispiel Netflix gucken, das kann ich richtig, richtig gut. Ich fand das auf jeden Fall, die Folge war ja auf jeden Fall super spannend, weil Fabian ist jetzt so der Abgleich gewesen, was wir in den ersten 95 Folgen hier immer propagiert haben. Hängt euch voll rein in den Job, nehmt das ernst, am besten keine anderen Hobbys noch nebenbei, sonst hast du keine Zeit mehr. Konzentrier dich oder fokussier dich voll und ganz auf dein Ziel und so weiter und so fort. Und mir scheint, dass du genau nach diesen Prinzipien lebst und der Erfolg gibt dir auch soweit recht. Ne? Schauen wir mal jetzt, wie es weitergeht. Ne? Aber ja. Ein Tipp könnt ihr mir sicher noch geben, oder? Ich habe ja die nächsten Wochen ein bisschen mehr Zeit. Was könnt ihr für eine Netflix-Serie mir denn empfehlen? Kommt drauf an. Also, hast du Better Call Saul gesehen? Kenn ich nicht. Better Call Saul, okay. Also ich muss sagen, das ist eine gute Serie, wenn du wirklich viel Zeit hast und auch damit klarkommst, dass die Erzählweise, sag ich mal, langsam ist. Für manche ist die Serie auch zu langsam, ne? Manchmal viele Bilder und so. Also wenn man es mal wirklich richtig sich zurücknimmt, dann finde ich Better Call Saul, finde ich da sehr, sehr gut. Also ein bisschen tiefer gehen, nicht nur so oberflächlicher. Genau, also einfach auch, man muss das mögen, sag ich mal. Das ist so ein bisschen wie so Quentin Tarantino-Filme, ne? Die einen mögen die anderen nicht. Das ist halt, man muss drauf stehen. So, ansonsten Serien, Netflix, lass mal überlegen. Altered Carbon ist jetzt eine zweite Staffel rausgekommen, habe ich immer noch nicht geguckt. Müsste ich erstmal die erste gucken. Ja, schöne Bilder. Das ist zum Beispiel sowas, da würde ich sagen, gute Optik, aber inhaltlich ein paar Schwächen. Okay.
Vielleicht werde ich mich aber die nächsten Monate mal ein bisschen durchschauen. Mal schauen. Ich bin ja ein alter Boomer. Ich hab jetzt nochmal versucht, wie heißt die Sendung da noch? Mit diesem Präsidenten. Also House of Cards. House of Cards, ja. Übrigens ja. Mit Kevin Spacey, der auch in Outbreaks eine Rolle spielt. Da muss man aber auch zweimal gucken, um den da zu erkennen. Ne? Ja, der sieht da sehr anders aus. Sehr anders. Aus. Stimmt, das wäre also auf jeden Fall nochmal eine Option. Ich bin jetzt in der dritten Staffel von House of Cards, aber da lässt die Serie stark nach auf einmal. Ja. Die ersten Staffeln erstmal war richtig gut. Dritte muss ich mich jetzt quälen mittlerweile. Ja, es ist... Wird das besser noch wieder? Nee, bin ausgestiegen dann. Weil es wird immer konstruierter, die Geschichte. Es wird immer abwegiger und so. Die erste war ja noch richtig cool, aber ja. Ja. Ansonsten... Naja. Sehr cool. Achso, warte, hast du Rick and Morty gesehen? Nee. Rick and... Also wie gesagt, Rick and Morty ist Comic, ne? Also so... Comic-Serie. Richtig abgespaced. Am Anfang, also guck dir, du musst 3 Folgen gucken, bis du dich an den Grandpa und den Typen gewöhnt hast. Dann ist cool. Aber dann kann ich es wirklich empfehlen. Vor allem, du bist so ein bisschen, also wenn du auch so IT gemacht hast und so, kannst du so ein bisschen mit Nerd-Themen, kannst du damit was anfangen? Ja, klar. Ja, ja, dann musst du eigentlich Rick and Morty gucken. Computer-Nerd. Also, absolute Empfehlung. Guck dir das an. Mach ich. Okay. Gut. Songs für die Playlist. Also jeder Gast packt immer einen Song auf unsere Playlist und wir beide natürlich auch singen an. Und dann besprechen wir das in den Premium-Folgen. Und hast du da einen Song, der unbedingt drauf muss? Ja, also ich würde ganz spontan mal meine Against the Rest vorschlagen, die mal klar. Ja. Aufnehmen. Die packen wir sowieso drauf. Das ist deine aktuelle Single, ne? Die hauen wir, glaube ich, drauf. Würde ich sagen. Hast du noch einen Song im Petto? Lass mich mal ganz flott. Ich muss ja sagen, welche ich damals mega, mega gut fand, war von Don Diablo, Believe. Yeah. Fand ich richtig, richtig stark. Das Witzige ist, die ist mit dem Ansel Elgort zusammen, der damals auch in dem Film Baby Driver die Hauptrolle gespielt hat. Das weiß ich sogar. Das war ganz weird. Ich habe den Film mal geguckt und habe dann auf einmal ihn gesehen in dem Video und denke mir so, hä, warte mal, den kennst du doch irgendwo. Erstmal 20 Minuten gegoogelt, bis mir eingefallen ist, ah ja, stimmt, der hat in dem Film mitgespielt. Also die Nummer von den Vocals her, von Emotions und mit dem Drop, das war irgendwie so eine perfekte Nummer für mich. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube, ich kenne die Nummer, aber Sinan, hast du auch was? Ja, klar. Tavengo. Oh. Chase My Heart. Ja. Im X-Zone Remix. Axel Remix? X-Zone. Axone Remix. Ja, okay, ja. Pack ich drauf. Da ist jetzt letztens der Remix Remix-Paket ist rausgekommen und X-Zone Remix finde ich richtig cool. Den muss ich draufpacken. Ja. Ich pack drauf von Tujamo und Lotten. 1 Million. Sehr neue Single von Tujamo. Und gute alte Nummer, finde ich gut. Ja, wir müssen die mal abchecken in unserem Premium-Folgen. Ich habe den Matthias übrigens nochmal angeschrieben und eingeladen hier in dem Podcast. Ich warte noch auf Antwort, falls du das hörst. Grüße gehen raus. Weiß uns der, auf jeden Fall sehr freuen. Ich auch Teil der Klangküche bin ich. Nein, ich glaube, unsere alten Streitigkeiten sind bestimmt vorbei. Ach so, stimmt. Sinan, muss ich das alleine machen. Ja, genau. Wir hatten keinen Streit. Ich habe mich ein bisschen daneben benommen und er fand es nicht so gut. So. Okay. Ich nehme die ganze Schuld auf mich. Ja. Obwohl, der Dario hat letztens auch erzählt, dass er Streit hätte mit Tujamo, ne? Echt? Ach, ja, hat er hier im Podcast erzählt. Vielleicht liegt es an Tujamo. Wir fragen ihn da selber, falls er braucht. Ja, genau. Gut, lieber Fabian, vielen Dank, dass du hier warst, auch in diesen schwierigen Zeiten. Wir hoffen weiterhin, dass du, oder ich hoffe es zumindest, dass du gesund bleibst und dich nicht ansteckst. Danke, danke. Ja, hoffen wir. Und ich drücke auch die Daumen, dass diese Corona-Krise schnell vorbei ist, damit ihr alle wieder, also nicht nur du, Fabian, sondern alle anderen DJs auch wieder schnell an Bookings kommen und wieder on Tour seid, weil sonst doof, ne? Ja, das wäre mir schon sehr, sehr lieb. Also ich merke jetzt einfach schon, wie es mir fehlt. Das hört sich halt komisch an, weil eigentlich kann man auch mal froh sein, irgendwie 1-2 Wochen frei zu haben, aber 1-2 Wochen frei zu haben, weil man weiß, okay, man macht vielleicht mal eine Pause oder es sind gerade irgendwie 1-2 Wochen halt einfach mal, wo man sagt, okay, keine interessanten Bookings, oder man sagt, okay, ich nehme mich mal 1-2 Wochen zurück, aber so dieses Ungewisse, das fällt halt schon ein bisschen von innen auf. Ja, genau, das ist es halt. Ja. Okay, gut. Dann Daumen liebe Freunde, drücken. Genau, in diesem Sinne, empfehlt uns weiter, macht ein Like irgendwie auf iTunes und auf Spotify und bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.